Und herzlich willkommen zurück zu Zeithut. Boop, wie gesagt, sag hallo. Oh, hi. Oh, hi. Ich liebe es, wenn die das sagt. Ja, hier sind wir wieder. Und wie letztens versprochen, spielen wir jetzt hier das Finale. Wir könnten das Spiel sogar schon beenden, aber... Ne, dafür sind wir nicht hier. Dafür sind wir nicht hier. Timer schon auch noch. Jetzt kommt doch trotzdem das Finale. Finale ist super. Die Preisverleihung. Kampf der Vögel. Mission Glückwunsch. Du hast es geschafft. Top Review. 5 Sterne. Neuweiblicher Top-Darsteller. Rechtslage ist sicherlich nichts Illegales hier. Das klingt doch gut. Wir schaffen noch den Highscore. Ihn als Sieger bestätigen. Kann ich das noch ändern? Ich meine, ich kann hier nicht weniger Punkte bekommen. Ich glaube, hier kann ich nicht mehr bekommen. Und ich will die Level wirklich nicht nochmal spielen. Nein, du hast gewonnen, Schaffner. Es ist irgendwie egoistisch. Er ist irgendwie egoistisch darüber. Bist du sicher, dass du ihn gewinnen lassen möchtest? Aber jetzt fühle ich mich schlecht. Ich will ihn eigentlich nicht gewinnen lassen, ehrlich gesagt. Was soll ich denn hier tun? Wir brauchen nicht viele Punkte. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich spiele jetzt das Level hier nochmal kurz und schaue, möglichst viele Punkte zu bekommen. Vielleicht kriege ich hin, dass er mehr hat, dass DJ Groove mehr hat als der andere. Wir sehen uns dann wieder. Okay, Leute, bin ich wieder. Ich habe jetzt hier das komplette Level hier durchsucht. Und ich habe sogar was gefunden, was ich vorher nicht gefunden habe. Dementsprechend, ich glaube, ich müsste Punkte gemacht haben. Und ich habe natürlich von den Teilen einige Pons gefarmt. Und hier in dem Level ist ein Time Rift. Das glaube ich, habe ich komplett vergessen. Aber egal. Ich glaube, ich habe jetzt mehr Punkte als vorher. Also ich hoffe zumindest. Versuchen wir es mal. Und pass auf, jetzt werden einfach die neuen Punkte auf die alten draufgerechnet. Schauen wir mal. Ich habe definitiv mehr, ja, so viel mehr als vorher. Oh mein Gott. Yes! DJ Groove hat gewonnen! Habe ich noch nie geschafft. Habe es noch nie wirklich versucht, weil ich den Schaffner irgendwie immer cooler fand. Aber egal, jetzt geht's los. Jo, jetzt geht's los. Finale! Finale! Boom! DJ Groove hat den Highscore. Ihn als Sieger bestätigen? Ja! Sein Tanz ist irgendwie abscheulich. Bist du sicher, dass du ihn gewinnen lassen möchtest? Willst du mich verarschen, Spiel? Ja, will ich! Sein Tanz ist dämlich, aber DJ Groove ist ein netter Kerl. Kann ich verprügeln? Okay. Thank you, darling. Thank you. You secured our victory. We won the annual Bird Award Trophy. Danke, Schätzchen, danke. Du hast uns den Sieg gesichert. Wir haben den Bird Movie Award gewonnen. The conductor is probably awfully sour from his second loss ever. But don't worry, he'll come around. Der Schaffner ist wahrscheinlich ziemlich sauer über seine zweite Niederlage jemals. Aber keine Sorge, er beruhigt sich wieder. Anyway, until next year. Since you're so eager to get your hands on them, you can take my final movie prop as your last movie star payment. Wie auch immer, das war's. Keine Filme mehr bis zum nächsten Jahr. Weil du ja so scharf auf diesen Teil, auf diese Teile bist, kannst du meine letzten Requisit als Bezahlung nehmen. Also das letzte. What, you were expecting something crazy? Nonsense, darling. Nonsense. Wie? Du, hast du was Verrücktes erwartet? Unsinn, Schätzchen, Unsinn. Nein, du das sagst. Kamera? Kamera. Na das. Das war doch ein spannendes Level, würde ich sagen. Ja, Ladebildschirm. Und das war's. Ich glaube, da fehlt noch was.
Was? Was? Nein! Oh! Was? Yo, habt ihr das gewusst? Also ich nicht. Wenn du DJ Groove, wenn man DJ Groove gewinnen lässt, dann hast du hier kein Level. Wenn du den, wenn du den Schaffner hier gewinnen lässt, hast du hier noch ein Level und einen Bosskampf gegen den Schaffner. Kann man den noch machen? Wenn ich... Oh mein Gott, ich bin so enttäuscht gerade. Oh mein Gott, ich bin super... Was? Ja, machen wir noch kurz. Time Rift. Ich werde dann nochmal versuchen, den Schaffner gewinnen zu lassen, wenn das möglich ist. Was ich bezweifle, aber... Ja, halt die Klappe, DJ Groove. Oh mein Gott, das war super enttäuschend. Oh, wie enttäuscht. Ich bin so enttäuscht, das klappt hier gar nicht. Warte, war der nicht irgendwo hier gleich? Da. Ich hab den Bosskampf echt gern gemacht. Wisst ihr? Ich werde es dann nochmal versuchen. Oh Gott! Erschreckt mich doch nicht so. Oh, so einen Kack darf ich machen. Ich habe die Kamera gerade nicht mitgemacht. Okay, der einzige Trick hier, ganz einfach, nicht stehen bleiben. Einfach nie wieder stehen bleiben. Dann ist das wirklich einfach. Wisst ihr? Das sind die Speedruns zu Dreads. Einfach nicht stehen bleiben. Das ist nicht Speedrun. Speedrun ist einfach schnell sein. Wir bleiben einfach. Warte, wo muss ich hin? Oh, darüber. Warte, komme ich darüber? Ja, komme ich. Soll das so sein? Ich denke. Keinerlei Sorgen drüber machen. Wir bleiben nie wieder stehen. Nie wieder. Ich kann mich ans Level irgendwie nicht erinnern. Also überhaupt nicht. Also jetzt ein bisschen. Oh Gott, nicht runterfallen. Oh nein, nein, ich wollte, nein, ich habe Ballons. Warum? Oh, ich hasse Ballons. Oh, ich hasse Ballons zu sehr. Oh Gott, Ballons. Oh, die machen mich immer nervös. Au. Gut, dass wir dieses Badge ausgerüstet haben, sonst wären wir jetzt tot gewesen. Einfach nie wieder stehen bleiben. Ach ja. Ich glaube, ich hatte bei dem Time Rift hier schon mal mehr Probleme. Ja, definitiv. Hört auf, in mich reinzulaufen. Er hat definitiv schon mal mehr Probleme damit. Wir drehen nochmal. Wir drehen nochmal. Oh Mann. Irgendwann kriegen wir die guten Farben. Keine Sorge. Irgendwann. So. Aber mit anderen Time Rift noch. Die Geschichte des Eindringlings. Weißt du?
Netscher! Nein! Ich will mit dir nichts zu tun haben. Geh weg. Geh einfach weg. Tschüss. Oh mein Gott. Wir wollen das nicht machen. Nein, nein, nein. Kein Deathfish. Mm-mm. Wo warst du? Irgendwo. Nicht rausgehen. Du. Oh, ich weiß wo. Machen wir. Wir müssen das machen. Ich könnte das machen. Oh nein. Oh, bitte. Ja, danke. Kann man überspringen. Oh, ich bin immer so enttäuscht von diesem Ende. Ich glaube gar nicht, wie sehr. Naja, scheiß auf die Rechnung. So, wie das hier was bezahlen würde. Hey, geh da bitte rein, danke. Was machst du? Ich bin schon gefragt, warum bleibt die plötzlich stehen? In position. Oh, die Musik ist so gut. Hier ist er schon. Woo! Oh, das war das. Oh, das dauert ein bisschen. Das dauert tatsächlich ein kleines Stück. Wir haben es eingesammelt. Dank des Magneten. Das hat man nicht wirklich gut gesehen. Oh Gott, hier weiß ich nicht mehr, wo alle sind. Oh, das war auch ein schweres Level, ich erinnere mich. Konstruktor. Oh, das war ein schweres Level. Oh, das gefällt mir nicht. Beziehungsweise, es war nicht schwer, es ist einfach nur ziemlich... Ich will nicht sagen Bullshit, aber... Es gibt durchaus Stellen in diesem Level hier, das nicht so geil ist. Hier, das Beispiel sind diese Seile. Meistens funktionieren die Seile wirklich gut. Oft so überhaupt nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das lief wirklich gut. Okay, ich hatte schon mal mehr Probleme. Das lief ziemlich gut. Hey, ein Zettel. Da ist ein Stück Papier in dieser Box festgenagelt. Es ist eine Rechnung für eine Requisitenlieferung. Eigenartig. Sieht so aus, als wollte jemand Georgie Quest 7. Aber die Lieferung ist nie angekommen. Stattdessen haben sie anscheinend eine Box mit Fischen erhalten. Interessant. Oh, die kommt von Mafia Town. Okay, was ist Georgie Quest 7? Kennt das jemand? Ich habe noch nie davon gehört. Ist eine Anspielung auf irgendwas? Dragon Quest vielleicht? Ich keine Ahnung. Der Kaktus. Ich will noch nicht hoch. Ja gut, das ist kaum, das ist nicht mal versteckt. Kommt schon, Leute. Müsste ich schon anstrengender verstecken. Es ist erstaunlich, dass der Magnet vieles auch so einfach macht, weil ich musste das Ding nicht mehr einsammeln, richtig. So, wieder faszinierend, wie solche simplen Dinge, die einfach nur, wo man sich denkt, ja, das spart mir einfach nur Nerven. Sachen dann doch einfacher machen als gedacht. Oh, du, diesen Level, ey. Da muss man sich wirklich umgucken.
Hier, ich bin mir gerade unglaublich unsicher, ob... Nee, da oben ist noch was. Aber wie komme ich da hoch? Das müsste nicht der richtige Weg sein, wenn ich mich... Ja, Hallöche, was haben wir denn hier? Fehlen noch zwei von den Dingern. Oh, so kommen wir da hoch. Du hast mich nicht gesehen, klar. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Ah, so konnte man auch hier hoch. Oh, das fällt fast. Oh Gott. Ich glaube, das war's soweit. Ich glaube nicht, dass noch irgendwas fehlt. Also, hoffe ich. Oh, wir hoffen aufs Beste. Wir haben noch zwei Abschnitte. Okay. Zwei Abschnitte muss ich mindestens zwei von den Dinger finden. Das heißt, mindestens wir müssen zwei von den Dinger finden. Oder wir sehen Stern. Wahrscheinlich sind ja nur die VIPs erlaubt, Leute. Sowas wie wir. Oh Gott. Oh, da ist schon mal einer. Das ist schon mal beruhigend. Fehlt noch eins. Geh weg. Ist hier unten was? Nein. Gehen wir weiter. Oh nein! Hab dich nie mal gesehen. Das gültet nicht. Was? Hab ich jetzt gesehen. Wie kannst du mich da unten überhaupt sehen? Okay, weiter geht's. Ist irgendwie lustig. Dieses Level ist nämlich nicht schwer. Es ist nur nervig, wenn man von diesen Typen gesehen wird. Ich glaube, hier ist keins mehr von diesen Dingern. Oh nein, Headkit, nein, nein. Oh, ich, oh mein Gott. Das muss jetzt noch passieren, oder? Headkit, das musstest du machen. Also, das gehen wir gleich da auch. Ja, oder auch nicht. Nein! Das ist nicht... Oh Gott, war das knapp. Ist noch was? Nein. Oh Gott. Das Level sind immer so beunruhigend. Oh Gott, oh. Was zum... Was? Was? Hä? Weiß irgendjemand, was passiert ist? Geh hoch. Oh, ich hasse diese Vögel. Oh mein Gott. Oh, es ist so super nervig. Oh mein Gott. Nein, nein. Oh mein... Was? Oh, ich will nicht mehr. Oh mein Gott. Geh weg. Oh, ich werde ungeduldig. Das ist so nervig. Was zum... Ja, genau. Natürlich. Oh Gott, ich habe keine Lust mehr. Oh mein Gott, dieses Level. Nein. Es gibt Gründe, warum ich da keine guten Erinnerungen dran habe. Da hochgehen. Danke. Ist hier so irgendwas? Ich hoffe nicht. Ich will nämlich wirklich weg.
Wir riskieren's. Gehen wir weiter. Oh ja, hier ist es versteckt. Ich erinnere mich. Oh, yes. Yes! Hey, jetzt geht es echt nicht gut drauf. Ist hier noch irgendwas? Nein. Verbrücken wir das Teil. Oh Gott. Das war spannender als erwartet. Oh mein Gott, das war so viel spannender als erwartet. Es war... Ich hasse das Level. Geschichte! Conductor and Grooves. Big Dreams. Sie lebten einst getrennt. DJ Grooves auf dem Mond. Der Schaffner. Im wilden Western. In der Wüste oder sowas. Beide träumten. Also, beziehungsweise beide waren fasziniert von etwas, das im Fernsehen lief. Von dem Bird Movie Award. Sie wollten die Nummer 1 sein. Sie hatten einen Traum. Also machten sie sich bereit. Also Jahre später machten sie sich auf, um einen Film zu drehen. Und mieteten ein Filmstudio. Aber plötzlich waren beide dort. Sie haben beide selber gemietet, was unglaublich seltsam ist, aber es ist passiert. Und beide waren nicht begeistert davon. Kein Stück. Also hat jeder sein Ding gemacht. Die rechte Seite DJ Groove, die linke Seite den Schaffner. Und das ist Geschichte. Ist auch nicht so spannend. Nein. Nein, komm schon, was Gutes. Ja, nehmen wir das. Aber wenn die unglaublich dämlich aussieht. Gut. Ja, ich würde schon mal sagen, das war's für diesen Part. Schon wieder mal 20 Minuten. Vielen Dank beim Zugucken natürlich. Machen wir kurz das noch. Bam. Damit ist diese Welt auch beendet und ich war, oh mein Gott, war ich enttäuscht bei dieser Preisverleihung. Junge! Ich versuche dann mal kurz hier ein paar Punkte zu machen. Und dann werden wir sie sehen. Oh, Mann, bin ich enttäuscht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.